Ihr macht eine Veranstaltungsreihe über Weiblichkeiten in queeren Räumen. Wie kam die Idee dazu? Die Idee ist vor allen Dingen aufgekommen, dass in Berlin in vielen queeren Räumen ich schon beobachtet habe, dass es Ausschluss von bestimmten Formen von Weiblichkeiten gibt. Also wie zum Beispiel blöde Sprüche oder blödes Angucken. Und sich, also ich finde, in der Queerszene selber sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt wird, sondern eine bestimmte, ich würde mal sagen, Hierarchisierung von Genders gibt, dass manche irgendwie eher Credits kriegen und andere weniger. Und ich frage mich eben, woher kommt das? Und besonders auch, warum sind es eben bestimmte performte Weiblichkeiten, die viel stärker vom Ausschluss betroffen sind wie andere? Es ist halt einfach so, dass halt ein starkes Unwohlsein vorhanden ist, halt jetzt von Femmes, von femininen Queers, von Leuten, die Feminität halt performen im Alltag, in ihrem Alltag integrieren und nach außen tragen, in einer Art und Weise, die halt nicht der maskulinen queeren Norm, die in Berlin leider sehr ausgeprägt ist, vorhanden ist und dadurch dann halt anstoßen und teilweise sogar mit Ausgrenzungen zu rechnen haben, insofern, dass sie halt blöde Kommentare sich einfangen oder einfach ja nicht angesprochen werden oder auf irgendeine Art und Weise ihnen halt Unwohlsein bereitet wird, wenn sie sich halt auf Veranstaltungen oder an sogenannten queeren Orten aufhalten. Also was ich halt auch total auffällig finde, ist, dass, ich grenze es jetzt mal so ein, auf Lesben-Szene, also sprich, wenn Partys für FLT oder auch ausgeschrieben ist eben als Lesbenparty. Also was, glaube ich, auch ein Stück weit darauf zurückgeht, auf so diese Differenzierung zwischen Butch und Femme, dass eben ja Femmes oft dann auch gar nicht als queer wahrgenommen werden. Also sprich, wenn sie zu lange Haare haben oder sich krass schminken oder so, dann also zum einen im Alltag oft mit sexistischen Sprüchen konfrontiert werden oder insgesamt Sexismus konfrontiert werden, dann aber im queeren Raum zusätzlich eben da auch wieder von so Dingen betroffen sind oder dann zum Beispiel gar nicht als Lesbe wahrgenommen werden oder dann eben, ja, wie was Emily auch gerade gesagt hat, mit blöden Sprüchen konfrontiert werden etc. Und das ist, finde ich, halt, das ist auch nochmal so ein doppelter Ausschluss, also wo es im Alltag oder im Hetero-Kontext irgendwie total ätzend ist und dann aber in Queer-Räumen, die sich ja eigentlich als Freiräume verstehen wollen, dann eben nicht viel anders ist. Ihr habt ja anlässlich der ersten langen Nacht der diskriminierungsfreien Szenen auch eine Veranstaltung durchgeführt im Silver Future. Wie waren da die Reaktionen? Oder wie ist das gelaufen? Also ich fand es sehr gut angenommen worden. Das Silver Future war jetzt nicht richtig voll, aber es gab viel Feedback. Es gab einen Workshop, den ich halt auch angeboten hatte, zum Thema Feminität und Femmes in queeren Räumen. So ein Fempowerment-Workshop. Und es war gut besucht und es war klar, Leute setzen sich mit der Thematik auseinander. Sie kommen aus dem Grund, irgendwie wirklich auch was mitzunehmen oder einzubringen. Und doch, es gab eine gute Resonanz. Hat mir ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Ich war auch also besonders von dem Workshop positiv überrascht. Also weil am Anfang hatten wir so ein bisschen die Befürchtung, oder ich persönlich hatte die Befürchtung, dass es einfach zu wenige Leute gibt, die kommen. Also weil wir hatten es am Anfang auch mit Anmeldungen gemacht und es gab erst nur so 3-4 Anmeldungen. Im Endeffekt waren dann, glaube ich, echt locker 20 Leute da. Ja. Und auch im Vorfeld, wir haben E-Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich kann leider nicht kommen, aber ich finde es total gut, dass ihr das macht und sich total gefreut haben, dass es endlich mal dieses Thema thematisiert wird. Und auch beim Workshop selber fand ich es total toll, wie viel unterschiedliche Leute da waren, dass es eben nicht so ein Stereotyp-Ding war, wo ich irgendwie mir hätte vorstellen können, dass ich für einen Femme-Empowerment-Workshop nur bestimmte Femmes angesprochen fühlen, und das war eigentlich nicht so. Also ich fand das eigentlich echt gut gemischt, dass viele unterschiedlichen Identitäten, Leute, die sich klar als Femme definiert haben, andere, die Femme einfach sexy fanden, auch Leute, die das Pronomen eher bevorzugen, andere Verbindungen zu dem Femme-Konzept hatten. Und von daher echt schöne Bandbreite von unterschiedlichen Leuten da waren und dementsprechend die Diskussion eben auch echt. Ja, ich fand es total toll. Wie definiert ihr beiden denn Femme? Oh, die Frage aller Fragen. Nein, ich nicht. Kann man das denn definieren? Ich glaub, das ist undefinierbar. Irgendwie, also wahrscheinlich, wenn du 100 Femmes fragst, wirst du 100 Antworten kriegen darauf. Also Femme ist
ja, es ist eine Mischung aus, es ist eine besondere Form, Weiblichkeit darzustellen, aber selbst das muss nicht zwingend sein. Es ist ein Zusammenschluss aus Begehrensmuster, aus den Umgang mit dem eigenen Körper, aus, ja, aus, auch aus politischer Auffassung. Für mich ist Femsein politisch, für andere wiederum nicht. Also ich denke, da gibt es auch wieder große Unterschiede. Also es ist einfach, ja, du merkst, dass du es bist oder nicht. Also auf keinen Fall platt als Lesbe zu bezeichnen, so das Vorurteil gibt es. Also das trifft es, glaube ich, nicht. Auch wenn ein Großteil sich als lesbisch definieren, aber es ist ja halt auch mittlerweile klar, halt auch bi, auf jeden Fall, geht ja gar nicht anders. Und ja, es ist ja unbeschreiblich, einfach weil es halt auch unterschiedliche Ausdrucksformen gibt. Irgendwie, es gibt nicht die Femme, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, Femmes zu leben. Also, ach, ich kann es nicht beschreiben. Was sagst du? Also ich würde auch sagen, ganz viele verschiedene Auffassungen davon, aber ich würde es schon auch als eine Art politisches Konzept sehen, oder das ist es für mich. Ich meine, klar, das ist jetzt auch, ich glaube, andere sagen wieder was ganz anderes, aber was mir dabei wichtig wäre, ist, dass es halt 80er Jahre Butch-Femme entstanden ist, aber mittlerweile schon auch als was Eigenes gesehen werden kann, also als eigenes Konzept, dass sich eben nicht nur in so einem, in Abgrenzung zu was anderem definiert, sondern eben auch für sich alleine stehen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass es eine Eigenständigkeit ist, die dargestellt wird und halt nicht im Konzept zum Begehrungsmuster halt aufgebaut wird, so, sondern dass halt einfach eine eigenständige Power einfach vorhanden ist, die halt auch zu anderen Weiblichkeiten dann halt auch anders dargestellt ist im Gegenzug, so auf jeden Fall. Habt ihr das Gefühl, dass die Problematiken, die ihr hier ansprecht, so ein Berlin-Phänomen sind oder dass es in anderen Städten anders läuft, dass Femmes da andere Erfahrungen machen? Also so wie es mir berichtet wird, ist das tatsächlich in Berlin halt nochmal explizit noch stärker so. Also dass halt tatsächlich die queere Szene in Berlin sehr maskulin dominiert ist und dass jetzt in anderen Szenen wie in Toronto oder whatever, wherever, es anders aussieht, dass da halt eine Person in dem Moment, wo sie halt geschminkt mit Minirock in der queeren Szene sich bewegt, nicht automatisch direkt mit irgendwelchen Interventionen zu rechnen hat oder blöd angemacht wird, dass es in Berlin schon echt schlimmer ist als woanders. Aber ich weiß nicht, wie sind deine Einschätzungen? Also ich habe ja zum Beispiel auch eine Zeit lang in Melbourne, also Australien, gelebt. Und das war eins der ersten Dinge, die mir da in der Queerszene aufgefallen sind, dass es viel, viel femininer ist wie in Berlin. Also wo ich zum Beispiel eher als Butch wahrgenommen wurde und in Berlin dann aber in anderen Kontexten als Femme wahrgenommen werde. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich so unterschiedlich meine Identität verforme. Finde ich aber total interessant, also dann wie auch Identität unterschiedlich in verschiedenen Kontexten wahrgenommen wird. Und über Melbourne würde ich schon auch sagen, es ist also viele verschiedene Formen von Weiblichkeiten, aber es ist eben nicht so dieses eine Grundstimmung da in lesbischen Kontexten eine bestimmte Form von Männlichkeit zu performen. Und da würde ich schon sagen, dass es, also jetzt Vergleich Melbourne-Berlin definitiv maskuliner ist. Also dass es oft als dazu gehört, irgendwie um queer, als queer wahrgenommen zu werden, irgendwie mit einer stereotypen Vorstellung von Weiblichkeit zu brechen, wenn die Identität weiblich ist. Wo ich eben in anderen Kontexten weniger damit konfrontiert wurde. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in anderen Städten, auf anderen Kontinenten auch nochmal ganz anders funktioniert. Aber ich würde schon sagen, dass es in Berlin insgesamt, oder zumindest ist mein Eindruck, ich würde es nicht sagen Anspruch, aber schon, ja, es häufiger ist, dass Männlichkeiten performt werden oder mit Weiblichkeiten gebrochen, also so die Forderung, dass damit gebrochen wird. Was gibt es so zu erwarten von euch in puncto Veranstaltungen in nächster Zeit und Inhalten? Also, wie gesagt, es ist eine Reihe. Das heißt, also es sind jetzt erstmal ganz viele Ideen, wo wir jetzt gucken müssen, irgendwie, was wir genau wie umsetzen können. Aber was auf jeden Fall schon steht, ist noch eine Kate-Bush-Party. Die wird es im Dezember geben. Also was uns halt auch wichtig ist, also wir haben eben die erste Veranstaltung mit Workshop und Performances und
ganz viel anderen Sachen, Make-up-Workshop etc., damit angefangen. Also sprich, was irgendwo zwischen Party, Spaß und Diskussion steht. Und haben aber auch noch vor, ganz klare Diskussionsveranstaltungen zu machen. Vor allen Dingen auch Partys. Und dazu gehört dann eben die Kate Bush Party, die im Dezember sein wird. Wo es dann eben auch darum geht, Spaß haben, sich selber feiern, Weiblichkeiten zu feiern. Wann und wo ist die? Also die Kate Bush Party wird am 9. Dezember im Silver Future stattfinden, also Weserstraße 206 in Neukölln. Dann im, nehme ich mal an, Januar, Februar oder so, vielleicht eher Februar, wird es dann auf jeden Fall noch das Pussystübchen mit Mimi und Pia geben. Das ist aber noch nicht genau klar, wann es das geben wird. Aber da geht es dann vor allen Dingen um Sextoys, was für verschiedene Arten gibt es da, ja, Selbstbefriedigung etc. Und was auch noch in Planung ist, was aber noch total unsicher und ungeplant ist, aber die Idee auf jeden Fall wäre dann eine Diskussionsveranstaltung eben zu Weiblichkeiten im queeren Raum. Haben diese Sexarbeits- und Selbstbefriedigungsthemen auch mit Femme zu tun? Nicht unbedingt mit Femme, aber mit Weiblichkeiten und Sexualität. Also ich finde es total schwierig, so Themen wirklich voneinander abzugrenzen. Und Femme ist für mich auch nur eine bestimmte Form, die eben auch nicht klar definierbar ist, aber trotzdem eine Form von Weiblichkeit. Und es gibt da darüber hinaus noch ganz viele andere. Und deswegen nennen wir die Veranstaltungsreihe auch Weiblichkeiten, also eben immer Mehrzahl. Sonst noch was, was ihr sagen oder erzählen wollt? Was wir noch nicht gesagt hatten, dass eventuell im Frühjahr halt zum Thema Sexarbeit noch was kommen wird, irgendwie im Rahmen einer Ausstellung, die es halt im Frühjahr hier geben wird in Berlin und wo eventuell dann das halt noch so ein bisschen in Planung, dann halt hier im Silver Future zu der Thematik was sein wird, weil von den ausgestellten Leuten ganz viele Leute auch Sexarbeiterinnen sind und es wird halt auch eine politische Plattform darstellen, die halt zu verschiedenen Themen, was halt vonnöten ist, halt nicht nur Sexarbeit, klar, es ist halt alles, was halt sich mit der Thematik LGBTI auseinandersetzt. Wird's halt sein. Also Türkei ist auch ein krasses Pflaster an dem Punkt irgendwie, wo es auch ganz, ganz viel zu machen gibt, so auf jeden Fall. So wie in anderen Ländern auch. Magst du noch was kurz zu dem Scene erzählen? Diese erste Veranstaltung war ja auch connected irgendwie zu der Ausgrenzung von Feminitäten in der queeren Szene in Berlin. Und dazu wird es jetzt auch, also beziehungsweise wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, ist es bereits erschienen, ein Scene geben irgendwie, das ein Scene zum Thema, zu genau dieser Thematik, wo verschiedenste Leute halt ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung von Weiblichkeiten, also viele Femmes haben darin geschrieben, aber halt auch durchaus Leute, die sich nicht als Femme definieren, in der queeren Szene halt zum Ausdruck bringen. Halt teilweise wird es auch theoretischen Background geben, teilweise einfach nur Erlebnisberichte, wie es den Leuten ergangen ist in dieser Szene. Genau, am 26. wird es erscheinen. Im Rahmen des Scene-Fests wird es die erste Version geben, die ist noch ohne Übersetzungen. Also sprich, sie hat halt deutsche und englische Beiträge und ab Januar wird es dann halt auch bilingual sein, irgendwie, dass das auch mit Übersetzungen dann halt ist, dass die Deutschen ins Englische, die Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Das wird überall zu haben sein, in den einschlägigen Orten auf jeden Fall. Es wird noch zu kaufen sein für kleines Geld, aber ja. Vielen Dank euch für das Interview. Ja, vielen Dank auch. Ja. Und alles Gute.